Roller auf dem Weg nach zu den Wasserfällen, zum Kuangxi-Wasserfällen. Der Roller kostet 15 Dollar am Tag. Volltank hat 3 Euro gekostet. Aber ich muss jetzt schon sagen, im Roller rumfahren ist fetzt total, weil man total viel sieht. So, Alter. Da muss man ganz den Schmerz drin sehen, Alter. So, wir haben jetzt hier geparkt. Für 2000, also für 2 Euro. Wir gehen jetzt zum Eingang, kaufen uns ein Ticket und gehen zum Wasserfall. Let's go. How much is it? 40,000. Okay. No bikini tops. And can over pepper fry. Ist mir egal. Da oben wäre dann dieser schöne Platz gewesen, aber fällt aus. Also können wir uns jetzt diesen Wasserfall hier angucken. Wow, ein Wasserfall, Leute. Stellt euch mal vor, und man kann gar nicht dahin gehen. Wow, kann ich mir auch ein Video von angucken. Also bevor ihr jetzt zu den Wasserfällen fahrt, ich meine, hier gibt es zwei schöne Stellen, wo man noch schöne Fotos machen kann. Das werden wir auch machen und dann bei Instagram so tun, als wäre es voll geil gewesen. Aber für mich hat das kein Reiz. Wenn wir schon nicht da hochgehen dürfen, dann fliegen wir da hoch. Freunde, könnt ihr die Spinne sehen? Stopp! Bleib mal stehen, stopp! Die Spinne ist jetzt genau hinter Luisa. Seht ihr die? Alter, die ist riesengroß. Wir sind fertig. Jetzt fahren wir mit dem Moped zurück. Suchen uns noch einen Bus für morgen. Und fahren dann morgen. Oh, guck mal, die Bären! Jetzt sind die Bären auch hier vorne und chillen. Die Bären wurden hier angeblich gerettet. Aber ob das stimmt? Wenn man die gerettet hat, dann verstehe ich nicht, warum man die nicht einfach wieder aussetzen kann. Da, wo die sonst chillen. Also die Bäume sind alle bei 2 Metern oder ungefähr, haben die so ein Stacheldraht, dass die Bären da nicht hochgehen. Finde ich total scheiße, weil die Bären sind ja eigentlich Tiere, die auch in die Bäume klettern. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe mehr so das Gefühl, dass dieses "wir haben die Bären gerettet" eine schlechte Ausrede dafür ist. Wir haben die Bären irgendjemanden abgenommen und jetzt stellen wir sie hier wie Zootiere aus. Kann man denken, was man will. Wir sind jetzt auf dem Rückweg von den Wasserfällen zurück nach Luang Prabang und mal schauen, wie die Fahrt so wird. Jetzt filmen wir mal ein bisschen. Auf der Hinfahrt haben wir nicht gefilmt, weil wir navigieren mussten, aber jetzt kennen wir den Weg.
normal. Diesmal essen wir hier beim Hotpot. Im Hotpot wird mir auf alle Fälle schön warm an der Beine, weil hier unten unterm Tisch, ihr seht das vielleicht, ist der Ofen. Der macht ordentlich Hitze. Lau muss hier Knoblauch rein. Hau alles rein. Die hat das doch extra dafür gemacht. Du musst die Limette festhalten und das Ding auskippen hier drin. Wobei im Knoblauch kann man großzügig sein. Ich hab schon ganz viel Knoblauch. Hör auf jetzt damit, Niklas, sonst schmeckt das alles nach Knoblauch. Hör auf, stopp. Ja. Also es schmeckt übelst geil. Es ist so eine Mixtur aus so Glasnudeln, Frühlingszwiebeln, Ei, Rind, Haufen Gewürze, Knoblauch, Chili. Schmeckt wie froh, ein bisschen. Also wir fahren jetzt mit dem Nachtbus. Der hat so einen Avengers-Style. Sehr lustig. Hier, Schatz. Tutto pieno, basta, fede, tocchi, game over. Basta, dormiamo. Signore da fuori. Ah, we are already driving, nice. Welcome to the night bus. Ah, guck mal, der bringt Decken. Was haben wir uns hier gebucht, Alter? 13 Euro. Rollercoaster Ride. Exactly the shit I wanted to do. Also, wir sind jetzt im Nachtbus nach Luang Prabang. Das ist verrückt. Wir fahren bis morgen früh um 5. Jetzt ist es 22 Uhr. Also das heißt, wir sind jetzt 7 Stunden unterwegs in diesem Bus, diese Lichter blinken hier die ganze Zeit in irgendwelchen bunten Farben, das ist einfach nur geisteskrank. Wir liegen ganz hinten auf so einer 5er Reihe.
Aber das ist genau das, was wir uns gewünscht haben, oder? Wenn wir die Farben hier ständig wechseln. Wir sind hier gerade angekommen, sind mit dem Bus angekommen, es ist 3.19 Uhr, wir sind mit dem Bus angekommen, irgendwo und nirgendwo. Dann standen da drei Tuk-Tuks, dann haben wir gesagt, hier, da und da müssen wir hin. Irgendwie ist es auch cool. Es hat irgendwie auch Charme, hier alleine zu sein.